Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 5 von Simotrans mit dem Comic Pack. Ja, wir haben letztes Mal die Bahn gebaut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir sie voll kriegen. Da müssen wir ein bisschen was machen. Vielleicht Wartezeiten einbauen oder nur ab und zu fahren oder irgendwie Mindestbeladung oder sowas. Das müssen wir gleich nach dem Intro mal einstellen, ne? Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, bis gleich. So, der ist ja schon hier unterwegs, ne? Dann machen wir mal schnell die Fahrplan. Ne, da nicht, sondern da müssen wir hin. Da müssen wir hin und da müssen wir hin. So, das haben wir. Und dann sollen wir er natürlich in Eislingen. Irgendwie mag der mich hier nicht. Jetzt hat er es genommen. Auch dort 10%, würde ich sagen, ne? So, und dann ist das erledigt. Er steht hier und soll weiterfahren. So, jetzt müssen wir aber hier unten hin und er wird da jetzt hoffentlich warten dann, ne? Wie steht es auf dem Bahnhof aus? Da stehen 3 für Roßlau. Das ist aber, glaube ich, nicht mit dem Zug, oder? Jena ist auch nicht mit dem Zug. Achso, die sind jetzt gerade ausgestiegen für Jena. Jetzt kommt da eine Kutsche. Und die bringt uns Passagiere für den Zug, oder nicht? Wohl nicht. Ja, die Kutsche fährt wieder weg. Hier stehen jetzt 6 Passagiere, die anderweitig abgeholt werden müssen. Wieso hat er die jetzt nicht mitgenommen hier, diese Kutsche? Ist die schon voll? Nein, ne, oder? Da ist jetzt keiner. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier sind 6 Passagiere, die nach Jena wollen, was hier unten ist. Auf dem Bahn. Und die Kutsche hat es nicht mitgenommen. Wo fährt die denn hin? Was ist das für eine Kutsche? Stadtbus Mettmann ist das. Das ist jetzt komisch, oder? Der hätte die doch einsteigen lassen müssen. Irgendwas ist hier faul. So, er hat keine, das ist klar. Oder ist nicht klar, ist es auch nicht, aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber auf der anderen Seite muss er doch welche einpacken, oder? Die muss er doch alle 6 mitnehmen da. Warum? Über Mettmann Rathaus, aber er lässt keinen einsteigen hier. Was ist hier schlecht? Wo hält er an? Mettmann Rathaus. Hier ist irgendwas schiefgelaufen bei dieser Linie, oder? Hä? Das ist diese Linie. Erlkönigweg und das ist am Rathaus. Neften, 11 Passagiere, die müssten eigentlich darüber, aber diese Kutsche funktioniert nicht, oder wie sehe ich das? Was ist hier falsch? Gibt es hier auch nicht Laden oder was? Das ist doch alles gut, oder? Haltestellenliste, da sind auch Personen drauf. Fahrplan, warte auf Mindestbeladung. Weißt du was? Ich werde diese Kutsche, die da ist, jetzt erstmal ins Depot schicken. Das ist mir zu ungeheuer. Wo ist denn zum Depot da? Nicht laden, laden. Kann ich den jetzt mal gerade sagen, er soll da einfahren? Irgendwas passt hier nicht, ey. Leider. Warum mag der mich hier nicht? Der soll jetzt einfach
da hinfahren. Ich kann es auch nicht anklicken, ne? Was ist hier komisch? Lass mal schneller fahren, nach da. Die Kutsche, jetzt hat er wieder keinen angenommen, oder? Ist die hier hinter? Ne. Die Kutsche taucht nicht. Zum Depot bitte einmal. Was ist da falsch mit den Pferden? Was ist das jetzt hier für eine Linie? Mettmann, Weiterstadt. Okay, der fährt nach Süden. Wenn es denn Süden ist. So, jetzt ist der im Depot angekommen. Stadtbus Mettmann. Ich setze ihn mal einmal um. Und dann wieder auf Stadtbus Mettmann. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Und fährt ja schon, oder? Ja, da kommt er raus. Das zu. Die beiden können wir mal minimieren, die Fenster. Das auch. Die machen wir da so hin erstmal. Und jetzt wollen wir hoffen, dass da einer einsteigt. Ich hatte mich kriegt hier definitiv keine Fahrgäste, weil die Kutsche die ja nicht vorbeibringt. Und jetzt? Da steigt keiner ein. Was ist hier falsch? Komm, Fahrzeugdetails, schick das zum Depot. Kannst du zumachen. Und machst du hier eine neue Linie erstmal hin. Straße. Neue Linie. Stadtbus Mettmann. Machen wir mal 1 erstmal. Hinzufügen ist an. Das bedeutet da bitte einmal. Und da bitte einmal. Ich glaube, die Stops wurden gar nicht angezeigt. Kann das sein? Und fertig. So, hier sollte jetzt die Kutsche drin sein. Ah, dann müssen wir hier aufrufen. Und die kriegt jetzt Stadtbus Mettmann 1. Hat nicht geklappt mit der neuen Linie. So, jetzt starten. Das klappt jetzt. Kutsche kommt da raus. Ich glaube, die kann ich jetzt löschen. Und dann verschwindet hier keiner, ne? Oder? Weil die andere Linie noch da war und auch besetzt ist. Sollte funktionieren. So, das klappt soweit. Und jetzt fährt er dahin. Wieder nicht geladen. Was ist hier falsch? Hier 11 Passagiere nach Neften, das muss doch sein, oder? Über Weiterstadt Rathaus fahren die jetzt schon. Aha. Die fahren alle gar nicht hier mit der Bahn. Hammer. Okay, dann ist das so. Das ist gar kein Problem, sondern die haben alle Ziele, die nicht über die Bahn sind. Hammer. Okay, dann nimmt diese Kutsche auch nichts an, das ist auch klar. Ist es denn über Neften denn dahin besser, über Weiterstadt dann zu fahren? Das ist vielleicht das Gleiche, ne? Muss man einmal weniger umsteigen. Hier nur einmal umsteigen, da zweimal umsteigen, ne? Vielleicht ist es das. Vielleicht sollten wir dann Weiterstadt nur hier über Neften
Dann, oh, das wird schwierig, was ich da jetzt vorhabe, ne? Zittau. Ja. Jena. Vielleicht sollten wir bis Jena jetzt einen Zug machen. Vielleicht steigen die, die dann von hier unten kommen, da ein und fahren dann gleich bis nach Eislingen durch. Das werden wir tun, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Eisenbahn. Wir bauen eine Brücke. Das ist eine Hochbahn. Hochbahnbrücke. Ich will ja einfach nur eine Brücke haben. Gibt es die auch? Ist das jetzt eine Hochbahnbrücke? Geht nicht. Es gibt keine Brücken, ne? Oder? Jetzt komme ich hier nicht übers Wasser, oder wie? Das ist ja krass. Weil es noch keine Brücke gibt. Na geil. So, dann würde ich aber mal gerade gucken. Lass uns mal ein bisschen rausgehen. Nach Neften. Gibt es denn da noch was weiter? Nur Hamburg. Dann müssten wir hier runterfahren. Eislingen und dann nach da. Weiterstadt hat ja noch Anbindung nach Öhr und dann hier runter weiter nach. Ja, ich glaube, wir machen das so. Dann gibt es den Zug hier. Ich sehe schon wieder. Hier ist schon eine Linie wieder ganz doof gebaut. Straße. Eigentlich nur 40 km reicht, ne? Sogar 25 würde reichen. Landstraße. Ist das Kopfsteinpflaster hier? Pflasterstraße, genau so ist es. Wollen wir ja gar nicht, ne? Eine Pflasterstraße. Wir wollen ja Bahnlinie. Das wäre ja auch voll falsch wieder, ne? 50 km/h. Ach so, doch, wir wollten hier diese Straße bauen, alles klar. Lass uns aber dieses hier erst machen. Wie weit müssen wir denn da hin? So, da um See rum. Okay. Ich denke, das ist schon der richtige Weg hier, oder? Und da müssen wir sowieso da. Hier sind wir auf dem passenden Level, kann das sein? Sieht so aus, kommen wir hier nicht vorbei, ne? Hm. Ne, das klappt so nicht, wie ich mir das vorstelle. Dann muss man halt rüberfahren, ne? Also hoch oder runter spielt dann auch keine Rolle. Dann lass uns mal hier lang fahren, bis nach da. Dann fahren wir hier rüber. Aha, geht wieder nicht. Dann fahren wir nicht darüber. Dann bleiben wir hier. Und bauen hier den Bahnhof halt hin. Ah, war jetzt doof da, aber naja. Güterbahnhof. Wir machen erstmal den simpelsten, den wir haben. Und der ist hier. Ich glaube, mehr brauchen wir gerade nicht. Reiß mal das andere wieder ab. Das machen wir weg. So, jetzt haben wir hier den Güterbahnhof. Hier hat er irgendwie nicht verbunden. Das ist nicht so nett, ne? Mal gucken, dass das nicht irgendwo anders auch noch ist. Dann fährt der Lemmy nicht. Sieht erstmal gut aus.
So, und jetzt nochmal Straße. Kopfsteinpflaster machen wir jetzt hier. Hat jetzt nicht funktioniert, das Kopfsteinpflaster, ne? Jetzt müssen wir auf jeden Fall das hier wegreißen. Und das müssen wir auch wegreißen. Aber hier müssen wir erst warten, bis die Kutsche da... Ne, die Kutsche fährt hier nicht mehr vorbei. Lass uns mal gerade das mit dem Kopfsteinpflaster ausprobieren. Das interessiert mich, ob da jetzt die Bahn rüber geht. Geht die jetzt hier rüber? Ja, beim Kopfsteinpflaster geht es auch rüber, nur mit dieser Straße nicht. Super, oder? So, das bedeutet, wir werden jetzt hier die Linie ändern müssen für diesen Zug. Ja. Achso, den haben wir da unten offen. Das bedeutet, die Linie bitte einmal den Fahrplan ändern. Personenzug. Mettmann-Esslingen. Ja, hinzufügen. Dann weiter Stadt. Und dann wieder nach Esslingen. Dahin. So, das passt erstmal. Wir müssten nur gucken, dass wir hier... Ja, ich krieg's wieder nicht hin, ne, mit dem draufgeklickt hier. Das ist doof. Feste Abfahrtzeiten? Ne, will ich gar nicht. Mindestbeladung ist schon okay. Wie kriege ich den hier bewegt? Der Fokus liegt wohl jetzt gerade hier oben drin. Das ist das Problem, schätze ich mal. Ich weiß nicht. So, nochmal Personenzug. Wo ist er? Stadtbus. Personenzug, Fahrplan. Er reagiert in diesem doofen Fenster nicht. Kriegst nicht hin. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Irgendwo muss immer ein Problem sein, ne? Hier kann man das auch nicht ändern. Ja, schade, ne? Kennt einer das Problem? Ich weiß es nicht. Folge ist schon 18 Minuten lang. Statistiken, Fahrzeug, Haltestellen, ist da alles ist toll. Da, jetzt hat es gerade geklappt. Muss gleich mal klicken oder sowas, keine Ahnung. Irgendwann reagiert er dann darauf, aber leider so spät. So, das haben wir. Die Linie ist... Ach so, da unten müssen wir noch schnellstens eine Linie machen, die da zum Bahnhof fährt, ne? Wo war das jetzt hier? Das war schon Öhr, da sind wir schon vorbei. Weiter Stadt ist hier. Das bedeutet, wir müssen jetzt schnellstens hier noch eine Bushaltestelle setzen. Machen wir gleich Bushaltestelle mit Post. Und die kommt dahin. Passt erstmal. So, und dann muss die Linie von Weiterstadt der
die er hier lang fährt. Die muss jetzt woanders lang fahren. Die müssen wir jetzt bearbeiten. Fahrplan ist dann nicht mehr da oben. Wo ist jetzt weiter statt? Ah, wir sind schon wieder viel zu hoch. Die Linie muss jetzt hier bearbeitet werden. Das wird jetzt hier geändert. Und zwar hier. Das wird jetzt der Stadtbus. Weiter Stadt. Rathaus ist richtig. Das ist zu löschen. Der ist... Oh ne, da brauchen wir keine Prozentzahlen setzen. Dann machen wir noch hinzufügen. Hier. Und dann sollte das funktionieren und er fährt auch gleich dahin. Ja. So. Jetzt ist die Linie weg. Jetzt müssen die sich was anderes gesucht haben. Vier Passagiere weiter statt Rathaus. Die hätten jetzt definitiv einen anderen Weg suchen müssen. So, wo ist die Kutsche hier? Die muss jetzt eigentlich Passagiere drin haben, wenn es geht. Da, zwei Stück drin. Aber die wollen nach Eislingen, da wäre sowieso klar gewesen. Okay. Machen wir schneller. Jetzt hat der die da weggenommen. Ist die Kutsche jetzt voll? Ne, das ist ja hier die Kutsche. Achso, der hat die da nicht weggenommen, ne? Eislingen Rathaus, doch, da sind jetzt zwei drin erstmal. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky. Der hat jetzt wieder keine geladen. Warte mal, es besteht wahrscheinlich immer noch die Linie weiter statt. Mettmann Weiterstadt muss jetzt raus. Aber ist gar nicht mehr drin. Wo ist jetzt Mettmann Weiterstadt? Mettmann Roßlau haben wir hier nur. Und das andere ist jetzt eine andere Linie geworden. Das ist ja der Städtbus Weiterstadt. Naja. Ich hoffe, die haben das irgendwann geschnallt, dass das nicht so geht, wie die, die sich das vorstellen hier. Und er fährt immer noch keiner. Hat das die Ähnlichkeiten wie mit Mettmann 1? Und Stadtbus Weiterstadt ist jetzt die geänderte Linie, und weil die geändert ist, können die hier nicht wissen, wo es lang geht, weil die die Linie noch sehen. Kann das sein? Schwierig. Okay, aber ich sag mal, die Folge ist sowieso schon überlang. Wir machen erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich schaue mal, dass ich während der Abwesenheit hier gucke, dass ich das hinkriege, dass das läuft. Oder wir machen es in der nächsten Folge. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar dazu schreiben. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.